Moin moin Freunde, herzlich willkommen zur Review von Blade of Immortal. Das ist der 100. Film von Takashi Miike. Wer ihn noch nicht kennt, das werdet ihr jetzt nämlich ganz kurz fahren in dieser kurzen Review von mir für euch. Viel Spaß mit dem Intro. Ja, so, Blade of Immortal ist auf jeden Fall am 12.01.2018 erschienen im Heimkino, Blu-ray, DVD und Video on Demand. Und er ist auf jeden Fall von Escort Elite Home Entertainment rausgekommen. Ja, und was kann ich da sagen? Takashi Miike, muss man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, ist von Ichi the Killer zum Beispiel der Kult-Erfolgsregisseur in den asiatischen Raum. Das ist der 100. Film von ihm und das ist wirklich ein Samurai-Actioner, wie man sich den eigentlich gar nicht wegdenken kann. Er hat es halt echt drauf, in diesen asiatischen Bereich, wenn man das natürlich mag. Also ich habe da erstmal reingekommen und gedacht, wow, was geht denn jetzt ab? Ist es schon wieder so ein bisschen Richtung Kill Bill? Ist es halt wirklich so, wie man sagt, Asiatenkrams? Klar, da werden Schwerter geschwungen, es wird aber ruhige Momente gegeben. Kamerafahrten sind echt super umgesetzt. Also das Visuelle ist auf jeden Fall sehr gut. Blutig wird es natürlich auch bei einem Takashi Miike Film, das muss so sein. Und ja, was kann man noch sagen? Von der Storyline ist das schon ein bisschen schräg. Wenn man auch so sieht, ja, ich mache euch alle platt und so weiter. Hammermäßig einfach. So diese Action-Szenen kann man eigentlich da so in diesem asiatischen Raum nicht anders umsetzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten so die Charakterdichte sieht man ein bisschen und so weiter in der Art. Aber es ist halt manchmal doch da ein bisschen zäh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich mal gedacht hätte, ein bisschen kürzer und nicht so philosophisch, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber es ist halt so ein bisschen dieses Samurai-Flair. Aber sonst richtig coole, schräge Charaktere, wie gesagt. Ist halt ein Film, der vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist. Ist halt manchmal was für Fans oder die mal gerne reingucken möchten. Und wer Takashi Miike Suzu liebt, der muss da auf jeden Fall reingucken. Und ja, also ich würde sagen, die Rache stirbt nie. Blade of Immortal kann man schon empfehlen für jeden. Ist aber auch halt auch ein solider Film. So. Und Fazit ist einfach ein blutiger Samurai-Actioner, den man sich eigentlich gar nicht gehen lassen kann, wenn man Takashi Miike kennt. Und wenn man nicht kennt, einfach mal reingucken. So, also würde ich sagen, eine Bewertung von mir für den solide, einfach eine 6,5 von 10. Kratzbar, also es ist untersolide ein bisschen, aber es kratzt halt an einer 7 von 10. Und ja, was sagt ihr zu dem Film, wenn ihr euch schon nicht angeguckt habt? Ne? Ab in die Kommentare. Nochmal vielen Dank an Vollkontakt und an Askel Elite Home Entertainment, die mir den Film gestellt haben. Und ja, sonst kann ich nicht mehr viel zu sagen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao. Bam!